schon waren wir infiziert. Oh Mann, armer Alan. Okay, der Fahrstuhl geht nicht mehr. Ah, das ist der Koffer, der bei den Bakers stand. Wo die Probe drin war, oder? Oder irre ich mich da? Boah, es ist creepy gerade hier. Alter. Ah, und hier hat sie das Dings jetzt. Ah, ich glaube, ich schnall's. Und hier hat sie jetzt das... Ah, jetzt kommt das mit dem Video vom Anfang des Spiels. Oder? Wo sie gesagt hat, Ethan, komm und hol mich, oder? Oder das war alles erlogen oder irgendwie sowas? Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Krass. Wie es alles zusammenhängt. Cool. So, ein von den... Ah, nee. Wann ist... Okay, zurück jetzt nicht mehr. Wann ist der Film zu Ende? Wir werden für immer zusammen sein. Will ich aber nicht. Ja, ich hab so, keine Ahnung, wie geht's denn jetzt weiter? Sie ist dann da ertrunken und wurde von den Bakers gefunden, also vermute ich mal. Und die Bakers waren ja selber auch auf dem Schiff kurzzeitig gewesen und wurden wahrscheinlich auch infiziert von Evelyn. Und Evelyn ist wahrscheinlich ein Forschungsprojekt gewesen von Umbrella? Wir haben übrigens das Foto noch nicht gefunden mit dem Helikopter aus der Demo, wo drin steht, sie beobachten uns. Gucken, ob wir das noch finden. Und vor allem, wie geht's jetzt weiter? Ich habe so ein bisschen so... Das sah so schon nach, so nach Ende aus, so. Hm. Auf jeden Fall ein sehr langer Ladebildschirm. Und ich wollte gerade übrigens nicht die Zwischensequenz überspringen. Ich habe aus Versehen, also ich wollte das Bild nochmal kalibrieren, dass es gerade ist. Und ja, dann stand da Zwischensequenz überspringen. Habe ich natürlich Nein gedrückt. Entschuldigt bitte nochmal. So. Ja, gut. Und sonst so bei euch alles gut? Ich hoffe schon. Ja. Boah, puh. Ja. Ist schön hier. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich.
Können wir eine Familie sein wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Warum hast du das gesagt? Bist du bescheuert? Warum sagst du sowas zu ihr? Warum sagst du nicht einfach ja und wir sind eine Familie und fertig? Alter, jetzt speier ich erstmal. Oh Gott. Oh Gott. Warum sagt sie nicht einfach, wir sind eine Familie? Ich verstehe es nicht. Schiffwrack. 1F nach Ethan suchen. Okay. 9 Stunden, 19 Minuten sind wir jetzt dran. Sehe ich, habe ich das richtig gesehen? Okay. Ah ja. Den Raum kennen wir ja aus dem Video. Chemikalie. Sehr schön. Können wir irgendwas herstellen? Schießpulver. Munition für Standardpistole. Ja, warum nicht? Sehr schön. Der Fahrstuhl. Unendliche Weiten. Jemand hat den Inhalt mitgenommen. Enektoxen, Zer, all den, was bis, Jektaver, T muss vor, stimmen, denn geben Sie Probe in den Nektisbehälter. Okay. Irgendeine Probe im Behälter müssen wir geben. Die Stange war doch vorher nicht da, oder? Zumindest vorhin nicht. Oh, guck mal hier. Braun Dietrich. Ein Olli Dietrich brauchen wir nochmal. Juhu. Chemikalie. Und, was haben wir hier? Schießpulver. Geil. Erstmal nochmal Pistolenmunition. Sicher ist sicher. Aber wir haben ja noch kein Sturmgewehr, so wie in dem Video. Er ist wohl kaputt. Ja, ist ja klar. Ich glaube, das ist der Laptop, mit dem wir unsere Nachricht ausgesandt haben. Wie geil das zusammenhängt. Und hier müssen wir ätzende Flüssigkeit haben. Na super. Das heißt, wir müssen erstmal in den Fahrstuhlschacht und uns da erstmal umsehen. Lalala. Lalalala. 3F. Darf ich bitten in den dritten? Aha, dafür brauchen wir auch einen Schlüssel. Aua. Aua. Ah, aua. Ah, aua. Oh Gott, ist das hoch. Oh Gott. Oh. Hallo, Freunde. Oh Gott, da will ich nicht runterfallen. Ah, was haben wir hier? Was ist das denn? Ein Schaltkasten mit Sicherung und Hebeln. Und hier ist der Motor vom Fahrstuhl. Von Pyhaha. Aha. Oh Gott. Boah, es ist hoch. Okay, hier geht's wieder runter. Wir schauen mal. Wo kommt man jetzt hin? Hallo? Ah, wir sind auf der Brücke. Ach, cool. Mann über Bord! Mann über Bord! Captain, Mann über Bord! Alle an die Ruder! Ihr Gesindel. Vielleicht funktioniert er noch. Ja, da möchte ich aber noch nicht dran gehen. Ich möchte mich erstmal ein wenig umsehen, bevor ich irgendwas aktiviere. Ah, Bombe für Fernzünder. Guck mal einer an. Schau mal einer, guck. Und bevor jetzt viele anfangen zu meckern oder zu mosern. Ey, du hast einen roten Rand, heil dich mal. Nein, möchte ich nicht. Ich heile mich nur dann, wenn ich das will. So. Entschuldigung. Aha. Ein Scheibenwischer. Alter. Krass. Jetzt frage ich mich gerade. Entschuldigt bitte, warte mal. Ich
Schade, ich dachte, man könnte das Baker-Anwesen von hier aus sehen, aber wie groß muss denn bitte... Alter, mal ganz ehrlich, ey, man kann mir doch nicht erzählen, wenn hier in Louisiana die Leute verschwinden, ja? Auf der Baker-Farm oder beziehungsweise in Louisiana, ja? So, und hier so ein riesen Öltanker einfach mal hier irgendwo strandet in der Nähe dieser Farm. Dann gucke ich doch mal auch vielleicht ist da was passiert. Was ist denn bitte mit der Polizei los? So ein Kahn fällt doch auf. Das ist doch nicht irgendwie mal so ein Smart, der irgendwie um die Ecke im Baum gefahren ist. Alter. Wie, du springst mich an. Warte ich. Boah, wie cool der abhängt, ne? Ich wette damit, der springt mir gleich nur an. Warum macht er seine dämliche, oder sie jetzt, ihre dämliche Taschenlampe nie an? Ist so ein bisschen wie die von Evil Within. Könnt ihr euch noch dran entsinnen an das DLC, was wir gespielt haben? Wo die auf einmal urplötzlich ihre Taschenlampe verliert, auf dem Schrank, die braucht nur so hingreifen und kann sie wegnehmen. Und dann irgendwann urplötzlich Kapitänskajüte. Und dann auf einmal urplötzlich zaubert sie von irgendwo aus ihrer hinteren Gesäßtasche Knicklicht daher. Ich habe keine Ahnung, wo sie sehr herzaubert. Toll. Da ist das Maschinengewehr. Jetzt müssen wir erstmal den Schlüssel finden. Ah, hier ist der Schlüssel auf jeden Fall für den Fahrstuhl. Der Kreuzschlüssel. So, hier haben wir eine Karte des Schiffs. Da gucken wir doch direkt mal drauf. So, Kapitänskajüte. Da ist die Brücke. So, Sicherheit. Was? Steuerraum? Achso, Steuerraum. Mhm. So, F2 ist die Treppe nur. Lagerraum, Wartungsraum, Waschraum, Kojen, Büro. Ruheraum, Umkleidungsraum. Gepäckraum, Maschinenraum 1, Maschinenraum 2. Da waren wir da, glaube ich, noch gar nicht, ne? Und das ist, glaube ich, der... War das der Eingang? Nee. Hier, Pausenraum und so. Da waren wir auch noch nicht gewesen. Aufenthaltsraum, Gästezimmer. Was müssen wir denn machen? Nach Ethan suchen? Die Tür zum Ätzmittel öffnen? Von oben in den Fahrstuhl steigen? Den Schlüssel für den Waffenschrank finden? Ja, das sind viele Aufgaben. Ich würde sagen, ich guck mal eben, wo können wir denn... Können wir irgendwo speichern? Warte mal, wir sind jetzt da an der Brücke, ne? Kommen wir von der Brücke irgendwo hin? Da geht's irgendwo lang. Warte mal, von F4 müssen wir auf F3 kommen, ne? Okay. Ich blick bei der Karte noch nicht so ganz durch. Aber das habe ich früher schon nicht bei Resident Evil. Ich schau mal, bevor wir da an diesen Rechner und alles gehen, ich würde zu gerne erstmal eine Runde speichern. Ah, hier ist auch ein Fahrstuhl. Guck mal einer an. Aha. Aber hier komme ich nicht in den Schacht. Boah, wie riesig das Schiff ist. Was war das? Das war ich nicht, ne? Da lief doch gerade einer, oder? Hallo? Wieso kann ich das jetzt nicht anheben? Wo bin ich denn jetzt hier? Warte mal, ich guck mal eben. Ach so, und dann würde ich da hinkommen. Ah, verdammt, ey, und da ist der Speicherraum. Nein! Mann, ich will doch nur speichern. Fuck. Ich kann doch nichts machen. Ah, guck mal. Mist, ich habe kein Messer. Fernzünderbombe legen. Nein, das geht nicht. Okay. Dann wird das mit der Bombe auch nicht funktionieren. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich die Bombe dahin legen. Aber, ich würde die Bomben gerne aufsparen. Weil, ich könnte mir doch vorstellen, dass wir die Bomben vielleicht für so einen Boss, so eine Art Bossgegner gut gebrauchen könnten. Weil wenn wir so einen Arena-Kampf wieder haben, dass wir die Bomben einfach im Boden legen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ich würde gerne speichern. Obwohl, ich denke mir mal, dass mich hier nichts angreifen wird jetzt in der nächsten Zeit. Ich würde mich jetzt gerne hier mal eine kurze Aufnahmepause machen oder beziehungsweise eine kurze Pause einlegen. Und würde sagen, ja, ich nehme mal eben hier Kinders. Ah,
ein kleines Päuschen, dann sehen wir uns dann auf YouTube dann auch in der nächsten Folge wieder. Ne? Bis dann.